die Kugi haben mich eingeladen, zu ihnen zu kommen. Als ich dann irgendwann bei ihnen war, meinten sie, ah, übrigens, Lukas, es wäre super, wenn du ein Buch für uns schreiben könntest. Ich dachte mir so, sonst noch was? Und ja, ich hatte zum Glück ein Aufnahmegerät dabei und habe dann angefangen, mit den Kogi jeden Tag stundenlang in der Hütte zu sitzen, draußen zu sitzen, im Wald zu sitzen, auf den Steinen zu sitzen. Kogi haben sich an uns gewandt, weil sie sagen, ihre Aufgabe ist es, die Welt ein Stück weit in den Fugen zu halten. Am Ende meines Aufenthalts kam wirklich tatsächlich noch was dazu und sie meinten dann noch so im Nebensatz, ah ja, übrigens, wenn du mit dem Buch fertig bist, wäre es super, wenn du noch eine Akademie gründen könntest. Ich bin heute hier, weil der Gerd mich eingeladen hat. Er hat mein Buch gelesen und den hat das so inspiriert und hat ihm das gefallen und hat gesagt, ja, komm mal nach Cottbus, halt mal hier einen Vortrag. Und das ist auf jeden Fall was, was vielleicht die Welt mehr hören oder mehr sehen muss. Und das ist was, wo wir alle was von lernen können, dass wir uns mit dem indigenen Volk der Kogi beschäftigen. Ich werde heute hier einen Vortrag halten. Ich werde das so machen, wie ich das bei den Kogi erlebt habe. Und zwar nicht in irgendeiner linearen Art und Weise, wo einer vorne sitzt und erklärt, wie die Welt läuft, sondern wir werden gemeinsam quasi einen Raum öffnen und werden gemeinsam diese Erfahrungen, die ich zwar erlebt habe, aber die ich heute mit allen teilen werde, die werden wir uns anschauen, da werden wir reinspüren, da werden wir drüber sprechen, da werden wir drüber nachdenken und werden Teile auch aus dem Buch, was ich geschrieben habe, hören, werden uns Fotos anschauen von den Kogi und werden aber auch alle, die hier sind, sind auch dazu eingeladen, daran teilzunehmen und auch wirklich mitzugestalten und zu sagen, was bedeutet es denn für mich ganz persönlich, weil es für jeden auch vielleicht was anderes bedeutet. Gemeinsam zu reflektieren, gemeinsam zu spüren und vor allen Dingen auch wirklich zu schauen, was es für mich bedeutet im Sinne von einem Handlungsimpuls auch. Also es gibt ja ganz viele Dinge, über die wir ganz nett nachdenken können und dann passiert nichts. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir täglich handeln. Die Frage ist nur, wofür oder in welche Richtung handeln wir? Und diese Dinge einfach wieder zu synchronisieren, ist, denke ich, was die Kogi uns mitgeben können. Ich habe schon als Kind gern auf jeden Fall Cowboy und Indianer gespielt und vielleicht auch mehr oder lieber als andere Kinder. Und mich haben, um ehrlich zu sein, immer nur die Indianer interessiert, die Cowboys nicht. Und seitdem, meine ganze Jugend lang, ich habe mich immer für Anthropologie interessiert, ich habe National Geographic gelesen, ich habe gedacht, es muss doch noch mehr geben als das, was ich hier um mich herum sehe. Ich habe die Mayas, die Inkas, die Mongolen, was auch immer was, hat mich immer interessiert, warum, wie kann es sein, dass auf dieser Welt Menschen sind, die erstmal als Kind ganz anders aussehen als ich und im Zweiten aber auch irgendwie anscheinend Dinge anders machen, als ich das so kannte aus meinem Umfeld. Und das fand ich spannend und ich habe mich gefragt, warum ist das so und was bedeutet das? Dann bin ich dem nachgegangen und habe ja eigentlich meine ganze Jugend und auch mein frühes Erwachsenentum habe ich daraus ein Stück weit auch aufgerichtet. Also ich habe auch studiert dann Politik und Wirtschaft und dann im Master Friedens- und Konfliktforschung. Also ich habe mich auch schon immer interessiert dafür, was es jetzt hier bedeutet, auf dieser Welt zu sein und warum es anscheinend so ist, dass wir uns sowohl im Privaten als auch im Politischen manchmal einfach die Köpfe einhauen gegenseitig. Und irgendwie habe ich gespürt, dass Konflikte was mit mir machen, dass sie mich berühren, betreffen und wollte mich damit eben auseinandersetzen. Nur um dann festzustellen, dass ich da in meinem Studium leider überhaupt nichts in dem Sinne darüber gelernt habe, was mich auf der Ebene, wo ich vielleicht eine Frage zu hatte oder wo es mich berührt hat, mir weitergeholfen hätte. Das heißt, ja, mein Interesse ging schon immer darüber hinaus und gleichzeitig war für mich so dieser Punkt, naja, aber jetzt irgendwie Ethnologie zu studieren oder sowas, das ist ja alles eine brotlose Kunst und dann arbeitest du in einem Museum oder sonst wie was. Und gleichzeitig hat mich diese Faszination aber nie losgelassen. Und als dann für mich auch ein Stück weit nach meinen Auslandserfahrungen, die ich gemacht hatte, also ich war vorher in Mosambik gewesen, in Jordanien und in Südamerika sowieso und dann irgendwann auch in Pakistan, wo ich dann gearbeitet habe. Und da habe ich für mich dann irgendwann die Erfahrung gemacht, dass dieses klassische Leben Richtung Diplomatie, internationale Organisationen erstmal überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte, weil das, was ich suche, ich dort nicht finde. Und dann habe ich die Einladung bekommen von den Kogi, einen von denen hatte ich vorher in Deutschland kennengelernt, über zwei Ecken und habe für ihn seine Vorträge übersetzt und die haben sogar bei uns zu Hause übernachtet dann.
Und dann haben sie gesagt, ja, komm doch mal in unser Dorf. Und das war so eine fixe Idee, die ich dann einfach gefolgt bin. Und so bin ich dann am Ende bei den Kogi gelandet. Ich bin viel gereist innerhalb von Europa als Kind mit meiner Mutter und dann mit meinen Eltern nach Spanien, nach Dänemark, also in verschiedene europäische Länder. Das fand ich schon immer spannend, aber war für mich was anderes. Und als ich dann irgendwie in der Pubertät war, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht 13, 14, 15, sowas um den Dreh, habe ich irgendwann meinen Eltern erklärt, dass ich doch jetzt mal eine Weltreise bitte machen möchte. Und sie haben dann erstmal gelacht. Man, fangen wir doch mal mit einem Land an. Und dann bin ich mit meinen Eltern zusammen nach Mexiko gefahren und haben dort eine Reise gemacht durch Yucatan und haben die ganzen Maya-Pyramiden und Stätten besucht. Und das war was, was mich sehr, sehr bewegt hat, zum ersten Mal in der tropischen Klimazone zu sein, mich mit diesen uralten Pyramiden, die dann irgendwie doch anders waren als unsere Burgen und Schlösser, die ich halt hier aus Europa kannte, auseinanderzusetzen und dieser völlig anderen Kultur. Und direkt danach kam eine Reise nach Namibia, wo ich wieder in einem völlig anderen Kontinent, wieder mit völlig anderen Kontexten zusammen war und dieses Reisefieber mich einfach gepackt hat. Ich wissen wollte, wie machen das andere Menschen, wie leben andere Menschen. Ich war sowohl in Mexiko als auch in Namibia schon bei indigenen Völkern gewesen und das war immer das gewesen, was mich am meisten interessiert hat, weil ich gemerkt habe, naja, in den Städten ist zwar irgendwie, die reden eine andere Sprache, aber im Prinzip sieht es halt dann doch aus wie bei uns. Die Leute fahren Autos, arbeiten für Geld, haben halt ihre Restaurants, ihre Schuster, Schneider, Kaufhaus, was auch immer. Und dann gibt es aber irgendwie in diesen Ländern auch Menschen, die sind dann noch mal ganz anders. Und das fand ich immer spannend. Ob es einen Konflikt gab, der für mich das ausgelöst hat, eigentlich nicht. Es war vielleicht eher eine Sehnsucht. Es war eher so ein Gefühl, vielleicht mich zu fragen, was ich hier soll und ob wo oder wie ich hier hingehöre. Also ich hatte als Jugendlicher oder als Kind vielleicht nicht so sehr, aber als Jugendlicher dann so ein bisschen in der Pubertät und auch als junger Erwachsener immer so ein bisschen die Frage, wo so mein Platz im Leben eigentlich ist und wo ich eigentlich hingehöre. Und habe mich dann umgeschaut, wie das in meinem Umfeld war. Und manche haben mir schon in der 5. Klasse erzählt, ich werde auf jeden Fall Chemiker. Und andere wollten auf jeden Fall immer Rechtsanwalt werden oder sowas. Und ich habe gedacht, so, ich habe das gar nicht so sehr, dass ich das so klar von mir sagen kann. Und warum ist das so? Ich habe die auch beneidet. Ich habe mich auch gefragt, die scheinen ganz genau zu wissen, was sie machen wollen. Ich habe mich für so viele Dinge interessiert. Ich war im Herzen immer Generalist und war daher vielleicht so ein bisschen auf der Suche einfach nach so einem Ort oder diese Frage, wie man überhaupt rausfinden kann, wo man hingehört. Und dann haben irgendwann meine Lehrer gesagt, naja, geh doch mal auf eine Karrieremesse. Und das habe ich dann auch getan. Und das Ergebnis, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, dass ich danach kein bisschen mehr Ahnung hatte, wo ich hin möchte oder wo ich hin soll als vorher. Und gleichzeitig hatte ich dann dieses Gefühl so, dass ich entdecken möchte, dass ich in diese Richtung weitergehen möchte und herausfinden, wo es mich hinführt. Und das war schon ein Konflikt, dieses Gefühl, nicht zu wissen, vielleicht wohin ich gehöre, auf so einer, in so einer, im Sinne der Rolle dessen, was ich irgendwie ausfüllen soll dann. In meinem Buch geht es erstmal darum, die ganz fundamentale Frage, warum lese ich ein Buch über die Kogi? Warum beschäftige ich mich überhaupt mit einem indigenen Volk in Kolumbien, die sehr wenig mit uns zu tun haben auf den ersten Blick? Warum lohnt es sich das? Ich meine, unsere Zeit ist begrenzt, wir könnten auch BWL-Bücher stattdessen lesen. Die Frage ist, warum ein indigenes Volk? Und das klingt erstmal wie eine banale Frage, aber ist es überhaupt nicht. Weil die Frage ist ja wirklich, was in diesem Kontakt oder diesem Dialog, denn es geht ja nicht nur darum, dass das eine mit dem anderen unbedingt was zu tun haben muss, sondern was wirklich was daraus entstehen kann für uns. Und diese Frage habe ich, um ehrlich zu sein, versucht, das ganze Buch über zu behandeln. Und das ist eigentlich auch das, worum es geht am Ende in meinem Buch. Die Frage, was Naturvölker in unserer heutigen Gesellschaft für uns individuell, gemeinschaftlich, aber auch für unsere ganzen ökologischen Probleme und Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, leisten können. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Unterfragen, die natürlich da kommen. Wie sehen Sie die Welt? Wie sehen Sie sich selbst? Wie sehen Sie andere Menschen? Auch so Fragen, wie sehen Sie den Tod? Worum geht es im Leben? Warum sind wir hier? Also diese großen Fragen, sage ich jetzt mal.
aber auch teilweise ganz kleinere oder kleinere Fragen. Also wie treffe ich Entscheidungen, wie strukturiere ich Prozesse, was haben bestimmte Narrative für Konsequenzen, welche Sichtweisen gibt es auf die Welt, was folgt daraus? Und mein Buch ist nichts, wo ich konkrete Anleitungen, so Schritt 1 bis 7 zum glücklichen Indianererfolg oder sowas gebe, sondern wo es vielmehr darum geht, zu schauen, was ist die Grundlage, was liegt hinter den Dingen. Und wenn ich mir die Grundlage wieder anschaue, also das ist eigentlich eher etwas, was in uns ist, als etwas, was außerhalb von uns stattfindet. Wie zeigt sich das, was in uns ist, dann in dem, was außerhalb von uns ist, in unserem Leben, in der Art, wie wir Dinge strukturieren? Und da gibt es ganz viele Ansätze. Das heißt, es ist einmal so ein Rundumschlag in verschiedene Bereichen. Das Thema Familie, das Thema Kinder, das Thema Landwirtschaft, Garten, Umwelt. Aber, und das ist inzwischen mehr mein Steckenpferd geworden, eben das Thema Organisation, das Thema Entscheidung, das Thema Narrative. Und das wirklich in eine konkretere Handlungsebene für das Alltägliche, für den Alltag zu übersetzen. Und eine der Kernfragen, die ich auch in dem Buch behandelt habe, ist, was muss passieren, damit wir aus unserer bisherigen Situation die Relevanz der Kogi so annehmen können, dass wir sie auch umsetzen können? Und ein Punkt, den ich da aufgeführt habe, ist, dass ich gesagt habe, wir müssen aus unserer jetzigen Welt, das ist eine wirtschaftliche Welt, basierend auf Geld, mit den entsprechenden Bedürfnissen, die dahinter liegen, den Abhängigkeiten, den Strukturen, schauen, wie wir da mit einem Volk, was diese ganzen Strukturen nicht hat, in Kontakt treten können. Weil sonst ist es so, dass wir immer auf die anderen schauen. Wir haben sonst immer diesen vielleicht leicht musealen Beigeschmack einer vergangenen Welt, die wir vielleicht romantisieren oder stilisieren können, die aber mit meinem Alltag, ich muss mein Auto tanken, ich muss meine Rechnung bezahlen, mein Kind hat Schnupfen und überhaupt der Kindergarten hat jetzt wieder jene Regulatorien oder was auch immer was erlassen, überhaupt nichts zu tun haben. Und diese beiden Welten zu vereinen und darüber Brücken zu schlagen, ist das, was ich versucht habe. Und der wirtschaftliche Aspekt ist insofern interessant, dass ich gesagt habe, wenn es funktioniert, wenn wirklich das, was die Kogi haben, jenseits ihrer Kultur, im Sinne von ihrer Prinzipien, bei uns funktionieren muss, muss es auch im wirtschaftlichen Kontext eine Anwendung finden können. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, nachdem ich das Buch auch schon geschrieben hatte, beziehungsweise in den letzten Kapiteln des Buches gehe ich da schon teilweise drauf ein und habe wirklich auch Beispiele gefunden, wo ich gesagt habe, Aspekte, nicht alles, aber Aspekte daraus finden wir bereits bei uns und sie funktionieren erfolgreich auf unsere Art. Und das ist auch das, wo ich sehe, wo das Buch weiter hingeht oder was auch eine der Kernfragen ist, wie können wir das nehmen, was die Kogi uns anbieten und daraus unser eigenes entwickeln oder vielleicht auch wiederfinden, je nachdem, wie man es sieht, um es für uns in unserer zu uns passenden Art und Weise wieder umsetzen können. Sie sagen ganz spezifisch, sie zu kopieren, sie nachzumachen, ihre Rituale, ihre Sprache, ihre Trommeln, ihre Federn oder was auch immer zu nehmen, wie man das ja manchmal bei uns so sieht, dass wir da so sehr, sehr gerne uns bedienen, weil wir nichts Eigenes mehr haben, sagen sie, ist das Schlimmste, was wir machen können. Weil wir glauben zwar, dass wir damit etwas wiederfinden, entfernen uns aber eigentlich von unserem Eigentlichen, unserem Eigenen immer weiter. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Vakuum. Und das Vakuum ist einfach mal da, das heißt, es ist nicht gefüllt, weil wir diese eigene Entsprechung für bestimmte zum Beispiel Arten, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir mit Emotionen umgehen, vielleicht nicht mehr haben in dieser institutionalisierten oder rituellen Art und Weise. Und dann denken wir, ja super, die Indianer haben es ja uns hier vorgemacht, lasst es doch mal so machen wie die. Das führt aber dazu, dass wir etwas übernehmen, was eigentlich nicht zu uns passt. Das heißt, sie gehen davon aus, dass es bestimmte Prinzipien gibt, überall auf der Welt, die das Leben als solches durchziehen. Und dann gibt es spezifische Formen, in denen sich diese Prinzipien zeigen. Also man kann das so sagen, es gibt das Leben als solches und das zeigt sich in Form eines Baums, eines Vogels, eines Tiers, vom Wind, vom Wasser, vom Feuer, was auch immer, alles, was auf diesem Planeten wir kennen und in dem Bereich des Lebendigen fällt. Und genauso, wie es aber nicht darum geht, dass wir nur noch Krokodile haben oder nur noch Schildkröten, sondern dass natürlich ein Ökosystem nur funktionieren kann, wenn wir eine möglichst hohe Vielfalt und Diversität haben, motivieren sie uns auch wieder im Rahmen dieser Vielfalt und Diversität, unsere Zugänge zu diesen universellen Prinzipien zu finden.
Meine ultimative Vorstellung, was das Buch bewirken kann, ist, dass es Menschen inspiriert, ihr eigenes wiederzufinden, sich auf eine Reise zu begeben, zu verstehen, dass man anders denken kann und damit auch, und zwar sogar in unserem Sinne, erfolgreich sein kann. Das heißt, vielleicht unser Verständnis von Erfolg zu wandeln, unsere Perspektive auf die Welt als Grundlage zu wandeln, beziehungsweise zumindest zu inspirieren, sie zu überdenken. Und dann eben natürlich in den Handlungen, die daraus folgen, einfach Dinge anders zu machen. Ich sehe mein Buch nicht als etwas, was wie so eine Bombe einschlägt und auf einmal ist völlig anders, sondern eher wie so ein Tropfen, der auf eine subtile Art und Weise anfängt zu arbeiten und vielleicht bestimmte Erinnerungspunkte wieder zu wecken oder oder hervorzuholen. Und dass es zu so einem Selbstläufer wird, dass es in sich eine lebendige Bewegung, einen lebendigen Impuls ausmacht, der dann, auch wenn das Buch irgendwann wegfällt oder vielleicht nicht mehr gedruckt wird oder vergessen wird oder wie auch immer, trotzdem sich weiterentwickelt und sich weiter bewegt. Ich glaube, die Welt ist lebendig und Lebendiges hat immer die Fähigkeit, sich selbst zu retten und sich selbst auch wieder zu organisieren. Ich glaube, dass im Lebendigen an sich die Fähigkeit der grundlegenden Ordnung im Sinne von des Gleichgewichts, also auch eine Ordnung hin zu einem Gleichgewicht enthalten ist. Und jeder Impuls, der durch eine Absicht, durch ein Wollen dort wirklich eingebracht wird, immer in die Polarität führt. Du bekommst immer das, was du willst und gleichzeitig das, was du nicht willst. Und das ist ja, glaube ich, das, worauf unsere gesamte Gesellschaft bisher aufgebaut ist. Ein Beispiel: Auto ist eine wirklich gute Lösung, um schnell von A nach B zu kommen. Für viele andere Dinge ist es keine sonderlich gute Lösung. Und das ist etwas, glaube ich, was die Art, wie wir leben oder wie wir Dinge tun, sehr stark charakterisiert, dass wir einerseits das haben, was wir wollen. Ich meine, es ist glaube ich, unbestritten, dass ich sage mal, die Entwicklung, was auch immer das bedeutet, die wir jetzt die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte durchlaufen haben, uns auf einer bestimmten Ebene das gegeben hat, was wir wollten und auf einer bestimmten Ebene überhaupt nicht das gegeben hat, was wir wollten. Und zu glauben, in dieser Logik der Polarität wieder durch Impulse die Polarität durchbrechen zu können, ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Und deswegen ist der Impuls, die Welt zu retten, an sich schon mal so selbstbezogen, dass das überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Stattdessen ist es, glaube ich, eine Frage von Kontakt, dass wir wieder uns zu dem, was da ist, dem, warum wir überhaupt lebendig sind und alles andere um uns herum wieder in Beziehung treten, in Kontakt treten und dieser grundsätzlichen Ordnung, die immer überall da ist. Ich habe zum Beispiel ein Kapitel in meinem Buch, der Ursprung ist immer genannt, weil der Ursprung ist nicht der Anfang, sondern der Ursprung ist das, wie alles mal gedacht worden ist, wie das Leben als solches funktioniert. Ich meine, es gibt ja auch, die Wissenschaft beschäftigt sich ja auch damit herauszufinden, wie das denn alles so funktioniert und wie das alles läuft. Und das Interessante ist ja, dass wir immer wieder beobachten, dass das Lebendige eben diese Fähigkeit der Selbstorganisation hat und dass wir das einfach zulassen können in dem Sinne. Und mehr braucht es gar nicht. Also ich würde mal sagen, das, was wir sehen in unserer Welt, ist keine Frage von zu wenig, sondern eine Frage von zu viel. Das heißt, wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen, oder vielleicht ist es in Bezug auf manche Bereiche zu viel, auf manche Bereiche zu wenig, sondern quasi in dieses Gleichgewicht wieder zu kommen, in diese Präsenz, diese Grundspannung, die es immer wieder ausmacht oder die Lebendigkeit ausmacht, die nicht in der Erschlaffung und nicht in den Burnout führt, sondern die sich einfach selbst erhalten kann, auch über lange, lange Zeit. Und das ist ja das, was wir heute so oft mit dem schönen Wort nachhaltig bezeichnen. Das ist, glaube ich, der Weg, wie wir weiterkommen oder wie es vorangehen kann. Die Kogi haben mich eingeladen, zu ihnen zu kommen. Als ich dann irgendwann bei ihnen war, meinten sie, übrigens, Lukas, es wäre super, wenn du ein Buch für uns schreiben könntest. Ich dachte mir so, sonst noch was? Und da meinten sie, naja, wir waren jetzt, also ein paar von uns waren ja auch mal außerhalb von unserem Gebirge in der Welt und wir haben zwei Dinge beobachtet. Einerseits, ihr habt es nicht so richtig verstanden, wie das so läuft mit der Welt. Und das Zweite ist, ihr lernt durch Bücher und durch Filme. Das heißt, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir ein Buch schreiben und euch einfach mal erklären, wo ihr vielleicht ein bisschen besser darauf achten könnt oder ähnliches. Und dann lest ihr das Buch und dann macht ihr die Dinge dann einfach richtig. Dann wird das schon, dann passt das.
Ich meine, so klingt nach einer guten Theorie. Das mit den Büchern ist nicht so einfach. Doch, doch, das machen wir schon. Wir sagen dir einfach, was du da reinschreibst. Mach dir keine Sorgen. Und ja, ich hatte zum Glück ein Aufnahmegerät dabei und habe dann angefangen, mit den Kogi jeden Tag stundenlang in der Hütte zu sitzen, draußen zu sitzen, im Wald zu sitzen, auf den Steinen zu sitzen und einfach zu sprechen, wie sie die Welt sehen, wie wir die Welt sehen. Sie haben mich viele Dinge gefragt. Warum macht ihr die Sachen so? Warum macht ihr die Sachen anders? Warum nehmt ihr Dinge aus der Erde? Warum nehmt ihr mehr, als ihr braucht? Warum fangt ihr Kriege an? Warum streitet ihr euch? Und auf viele der Fragen konnte ich antworten, auf manche der Fragen konnte ich nicht antworten. Und dann haben sie mir immer ihre Perspektive erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe alles mit dem Aufnahmegerät aufgenommen und habe dann ziemlich viele Stunden, ich weiß gar nicht wie viel, an Rohmaterial, an Interviews produziert. Und war dann irgendwann zurück in Deutschland, dachte mir, gut, jetzt musst du dieses Buch auch schreiben. Und habe mich dann hingesetzt, habe erstmal wirklich, ich glaube, Wochen oder Monate lang transkribiert, um festzustellen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das Buch schreiben soll, weil die Kogi in keinster Weise linear vorgehen, sondern die Kogi gehen immer zyklisch oder assoziativ vor. Und wir sind es aber gewöhnt, Bücher zu lesen, die von Schritt 1 zu Schritt 2 zu Schritt 3 und dann gibt es am Ende ein Ergebnis. Am besten noch mit einer Handlungsempfehlung. Zumindest bei einem Sachbuch. Und ich habe gemerkt, dass das einfach nicht funktioniert und auch nicht funktionieren wird. Und ich habe mir wirklich wochenlang den Kopf darüber zerbrochen, wie ich das einem europäischen Leser zumindest halbwegs verständlich rüberbringen kann. Und ich hoffe, es ist mir gelungen und ich glaube, es ist mir gelungen. Und habe dann eben das Buch geschrieben und habe dann auch einen Verlag gefunden, der es veröffentlichen möchte. Und ja, jetzt gibt es das Buch in der Welt. Man kann es kaufen, man kann es lesen und kann sich von den Kogi inspirieren lassen. Es gibt auch andere Bücher über die Kogi, aber das ist das erste Buch, was ich von meinem Verständnis nach, was sie direkt so in Auftrag gegeben haben. Sie haben vorher Filme in Auftrag gegeben. Es gibt zwei sehr gute Filme von Alan Herrera über die Kogi. Aber es ist das erste Buch, was sie so wirklich, wo sie wirklich darum gebeten haben, dass es geschrieben werden soll. Und es ist auch mein erstes Buch, ich hatte keinerlei Erfahrung. Aber der eine Kogi meinte, er hätte von mir geträumt und er hätte geträumt, dass ich zu ihm kommen würde. Und ja, das wäre jetzt so. Das sollte jetzt so gemacht werden. Man muss dazu wissen, die Kogi haben auch kein Verständnis oder sagen wir mal, haben. Wie wir manchmal die Kogi nicht verstehen, verstehen sie uns manchmal auch nicht und warum wir bestimmte Dinge tun. Das heißt, sie wundern sich auch, warum, wir haben jetzt schon zwei Filme gemacht und wir haben euch das doch jetzt erklärt, dass das so nicht weitergeht und was das für Konsequenzen hat, aber irgendwie hört ihr damit nicht auf. Das heißt, sie haben im Grunde zwei Erklärungen für unser Verhalten. Sie sagen, wir haben entweder Freude an Zerstörung oder sind akut suizidal. Weil sie haben es uns ja schon erklärt. Und ja, deswegen haben sie aber gleichzeitig gesagt, aber wir sehen Hoffnung und deswegen, vielleicht müssen wir das einfach öfter erklären, deswegen probieren wir doch jetzt mal das mit dem Buch. Und ja, dann habe ich das Buch geschrieben und deswegen gibt es das jetzt. Ich hatte am Anfang gefragt, als sie meinten, ich sollte ein Buch schreiben, sonst noch was. Am Ende meines Aufenthalts kam wirklich tatsächlich noch was dazu und sie meinten dann noch so im Nebensatz, übrigens, wenn du mit dem Buch fertig bist, wäre es super, wenn du noch eine Akademie gründen könntest. Und ich so, bitte? So eine Akademie, also wir sagen dazu Quivi. Quivi ist der Ort, wo wir die Kinder, und zwar ganz konkret die zu den Waisen, zu den Mammos ausgebildet werden, wo die eben ausgebildet werden. Und so ein Ort bräuchtet ihr auch mal wieder, weil ihr habt das Problem, dass ihr zu wenig weise Menschen habt. Ihr wisst zwar sehr viel, aber es gibt immer weniger, die weise sind. Und diese grundlegenden Prinzipien des Lebens, da müsst ihr euch mal wieder irgendwie in einem Format mit beschäftigen und schauen, wie ihr das für euch anwenden, umsetzen und so weiter könnt. Und da wäre es richtig gut, wenn ihr da so eine Akademie, so eine Institution gründet, wo das stattfinden kann. Und bitte macht das mal. Wir sind tatsächlich schon dabei, uns damit auseinanderzusetzen, in verschiedensten Kontexten diesen Gedanken der Akademie zu bewegen und auch teilweise umzusetzen. Und ich bin mit verschiedenen Menschen im Gespräch und wir sind am Schauen, wie wir das machen können und was vor allem die verschiedenen Bestandteile davon sind, weil
das, worum es geht, ist ja am Ende einerseits sehr komplex und andererseits eben auch sehr vielfältig. Und diese Vielfalt eben abzubilden, ist, glaube ich, nötig, um wirklich das, was die Kogi intendieren, auch umsetzen zu können. Denn sonst landen wir wieder in so einer Schubladengeschichte, wo wir uns bestimmte Fächer raussuchen, bestimmte Aspekte und diese ganzheitliche Perspektive, die die Kogi uns anbieten, wieder irgendwie zerfleddert, zerfasert und nicht in dieser Ganzheitlichkeit ankommt. Und ich habe schon mit einigen Menschen darüber gesprochen. Es gibt Interesse und es ist auch so, dass jeder, der sagt, er fühlt sich berufen, da etwas zu beizutragen, hinsichtlich Konzept, hinsichtlich Ort, vor allem natürlich aber auch hinsichtlich Finanzierung, ist herzlich eingeladen, sich zu melden, zu kontaktieren und zu sagen, ich finde diesen Gedanken gut, ich glaube, dass wir das brauchen und möchte in der Umsetzung und in der Ermöglichung dessen dabei sein. Wer sind die Kogi? Ich gebe erstmal die Antwort darauf, was die Kogi über sich selber sagen würden. Sie würden sagen, wir sind die Kogi, wir sind eine der vier Völker der Sierra Nevada de Santa Marta, zusammen mit den Arhuaco, den Kankuamo und den Wiwa. Und wir sind die Hüter des Herzens der Welt. Die Sierra Nevada ist ein Gebirge im Nordosten Kolumbiens, an der Grenze zu Venezuela, wenige Kilometer von der Karibikküste entfernt. Und in diesem Gebirge mit sehr hohen Bergen, über 5700 Metern Höhe, leben die Kogi seit Anbeginn ihrer Erinnerung. Und es sind ein Volk, die ungefähr 30.000 Menschen heute sind. Das schwankt mal so plus minus 5.000 nach verschiedenen Zählungen, die es geschafft haben, ihre ursprüngliche Kultur in einem präkolumbianischen oder fast präkolumbianischen Zustand bzw. ihre präkolumbianische Perspektive zu erhalten. Das heißt, die Kogi sind für uns eine Art Mentalitätstresor. Sie sind nicht von der globalen Moderne verwässert, verweichlicht oder durchzogen, sondern haben ihre Perspektive auf die Dinge, die sich natürlich auch über die Zeit hinweg entwickelt und verändert hat, so weit bewahrt, dass sie eine wirkliche Außenperspektive für uns auf ganz, ganz vielen Ebenen darstellen. Die Kogi sind ein Volk, die einerseits Interesse haben, sich mit uns auszutauschen, in wirklichen Kontakt zu gehen, obwohl sie es auf einer anderen Ebene auch mit so einem leichten Augenrollen tun und so ein bisschen, na gut, dann erklären wir es ihnen halt, wenn es anders nicht geht. Sie treten sehr selbstbewusst auf, sie nennen sich selbst die älteren Brüder und Schwestern, uns bezeichnen sie als die jüngeren Brüder und Schwestern. Und diese Haltung merkt man total im Austausch und im Gespräch mit ihnen, dass sie sagen, wir sind hier, um euch etwas zu erklären, um euch Impulse zu geben. Uns interessiert zwar auch, wie ihr die Dinge seht, aber wir schauen uns an, wie wir leben, wir schauen uns an, wie ihr lebt. Und es ist definitiv so, dass wir für uns verstanden haben, wie wir in Einheit mit der Natur, mit der Gemeinschaft und mit uns selber klarkommen. Und bei euch sehen wir da so gewisse Schwierigkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen reden wir mit euch. Das heißt, sie waren sehr, sehr lange in einer selbstgewählten Isolation, haben die jetzt ein bisschen aufgeweicht. Und das ist das Glück, warum wir etwas von den Kogi heute erfahren können. Es bedeutet nicht, dass bei den Kogi alles perfekt und im Einklang ist, sondern es geht darum, dass die Kogi sich über die Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende hinweg sich Rituale, Institutionen, Mechanismen, Perspektiven und auch einfach Bewusstseinszustände geschaffen haben, mit denen sie, mit den Herausforderungen, mit denen wir alle als Menschen konfrontiert sind, Konflikte, Emotionen, Gedanken verschiedenster Art und Weise, in einer sehr, sehr für mich hochzivilisierten Art und Weise umgehen und eine Art der Präventionskultur für sich haben, dass sie sagen, wir wissen, dass diese ganzen Dinge schlimm werden können, wenn man lange nichts tut. Wenn man aber diese Dinge im Kern sich anschaut, denen Beachtung schenkt und wirklich damit umgeht, dann ist es so, dass wir sehr, sehr viel, was später groß und problematisch werden kann, im Kern schön ausgeglichen, vielleicht etwas verweichlicht und dass es einfach sanfter wird. Was nicht heißt, dass es immer klappt. In dem Sinne, also auch die Kogi haben Konflikte, vielleicht würden wir das noch nicht als Konflikt bezeichnen, aber es gibt natürlich auch Unstimmigkeiten, die aber in einer ganz natürlichen Art und Weise wieder aufgefangen und transformiert werden innerhalb der Gemeinschaft. Und
das ist, glaube ich, eines ihrer Geheimnisse auch, warum es sie heute noch gibt. Ich meine, das ist vielleicht eine sehr brutale Perspektive, aber die meisten der großen Völker, die Inkas, die Maya, die Azteken, die wir ja alle kennen aus Geschichtsbüchern, die sind ja alle in den, ich sag mal, kreolischen Mehrheitsgesellschaften der jeweiligen Länder völlig verwässert eingegangen und haben ihre kulturelle Eigenständigkeit zu einem großen Teil zumindest verloren. Auch da changiert das ein bisschen. Und die Kogi haben es eben geschafft, das zu erhalten. Das heißt, sie müssen was richtig machen. Und das ist, finde ich, eines der stärksten Argumente, warum es sich lohnt, auch mit den Kogi zu beschäftigen, dass es sie noch gibt. Und dass es sie noch gibt, trotz der ganzen Konflikte, die natürlich intern, aber natürlich auch extern um sie herum passieren. Wir haben die Mafia, wir haben die Drogenkartelle, wir haben die FARC, wir haben die Paramilitärs, wir haben die ELN, wir haben die Regierungstruppen. Also es ist, ich sag mal, es ist nicht Mallorca. Es ist schon ein relativ konfliktreiche Gegend, in der sie da unterwegs sind. Und der Umgang auch mit diesen nicht unbedeutenden externen Gefahren ist etwas, was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat. Die Kogi haben sich aus vielen Dingen rausgehalten, weil sie einerseits sagen, mit dieser Art der Welt und der Gedanken haben wir nichts zu tun, im Sinne von einer Resonanz. Wir haben einfach damit nichts am Hut. Egal, welche bewaffnete Gruppe jetzt da in unserer Umgebung herumstolziert, wir grüßen sie nicht und tun weiter das, was unsere Aufgabe ist. Wir gehen auf unsere Felder, wir kümmern uns um unsere Wälder, um unsere Tiere, um unsere Hütten, um unsere Familien, um unsere Gemeinschaft und steigen überhaupt nicht ein in diese ganzen Faxen. Wir lassen uns von niemandem instrumentalisieren, sondern wir bleiben in einer ganz radikalen Art und Weise bei uns. Und vielleicht ein extremes Beispiel. Einer meiner Mentoren, Mama José Gabriel, ist eines Tages dann doch mal gekidnappt worden von der FARC und war einige Tage wirklich auch dann in den Bergen in Gefangenschaft der FARC. Ich weiß gar nicht mehr genau warum, was sie damit bezwecken wollten. Aber die Kogi haben ein sehr entspanntes Verhältnis zum Tod in vielerlei Hinsicht. Das heißt, Mama José Gabriel meinte dann irgendwann zu seinen Entführern, ja, was ist denn nun? Erschießt ihr mich jetzt oder kann ich gehen? Und dann waren die Rebellen irgendwie so perplex, dass ihnen das anscheinend relativ gleichgültig erschien. Nicht in einer depressiven, suizidalen Art, sondern einfach in dieser Art und Weise, es ist halt mein Schicksal, das ist das, was jetzt gerade passiert, dass sie ihnen einfach gesagt haben, ja komm, dann geh halt einfach. Und er ist dann einfach wieder zurück in sein Dorf gegangen und das war das Ende seiner Entführung. Und das ist schon was ich sehr, sehr bewundere. Die Kogi haben ein Ritual, das nennt sich Aluna Yewasi. Und Aluna Yewasi ist eine Art der Gedankenhygiene, des Ordens der Gedanken, wie sie sagen. Das ist etwas, was ungefähr alle 2 Wochen im Dorf stattfindet. Männer und Frauen getrennt treffen sich und alle sagen alles Gute und alles Schlechte, was sie über die anderen gedacht oder gesagt haben in diesem Zeitraum. Und dann gibt es die Mamos, die Weisen, die diesen Prozess moderieren, könnte man vielleicht sagen. Und die schauen, was sind das für Gedanken, die dort auftreten? Woher kommen diese Gedanken? Und wo gehören diese Gedanken eigentlich hin? Das heißt, alles hat seine Berechtigung. Nur Probleme entstehen, wenn diese Ordnung dessen, wo die Dinge nun mal hingehören, nicht mehr da ist. Also ich sage mal so, wenn der Pinguin anfängt, auf die Bäume zu klettern, wird es schwierig. Das heißt, was sie versuchen ist, dass sie sagen, wir haben ein Grundgefühl von dem, wie Emotionen, wie Konflikte, wie Gedanken sein sollten und verlaufen sollten. Und wenn sie aus dem Gleichgewicht gekommen, sorgen wir dafür, dass wir sie in diesem Ritual nehmen und wieder an diese Orte befördern, beziehungsweise so ausgleichen, dass wir wieder mit den Gedanken zurückbleiben, die unsere Gedanken sind, mit den Gefühlen, die wirklich unsere Gefühle sind und nicht die Gefühle, die wir vielleicht uns irgendwo eingefangen haben oder die das sind, was eigentlich im wesentlichen Sinne gar nicht zu uns gehört. Ein anderes Beispiel aus einer völlig anderen Ecke. Die Kogi, einer der Kogi mit seinen Begleitern waren mal in Frankreich gewesen. Es gibt auch einen Franzosen, Eric Julien heißt der auch in Kontakt ist mit den Kogi. Und sie waren dort in einem Tal gewesen in Frankreich und sie waren dort unterwegs mit verschiedenen Wissenschaftlern, die sich auch natürlich für die Kogi interessiert haben. Und irgendwann wurde einer der Mammos, der Weisen, gefragt, dieses Tal hier, schau dir das mal an, was sagst du dazu?
Er blickte sich so um und sagte, ja, eigentlich ist das ganz in Ordnung. Es war im Südosten Frankreichs, in den alpinen Regionen, eigentlich ist es ganz in Ordnung. Aber es gibt so einen Baum und er zeigt auf diese Baumart, der gehört hier nicht her und der führt zu einem Ungleichgewicht. Hat das dann erklärt, was passiert, wie das sich dann auf das Ökosystem auswirkt und warum dann die anderen Bäume vertrocknen, weil dieser Baum da steht. Und es ging am Ende um einen Baum und zwar um die Kiefer. Und die Wissenschaftler haben gedacht, ja, okay, Kiefern gibt es doch hier irgendwie in der Gegend eigentlich schon. Was ist jetzt hier das Problem? Wovon redet der alte Mann? Und haben dann aber irgendwie, hat es sie nicht losgelassen, haben dann angefangen zu recherchieren, um dann festzustellen, dass es interessanterweise so war, dass in diesem Tal es wirklich früher keine Kiefern gab, sondern diese Bäume als Kriegsreparation von Österreich an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg dort gepflanzt worden waren. Weil sie haben es ja gut gemeint, sie haben ja Bäume gepflanzt zum Ausgleich, nur sie wussten nicht, was sie taten. Und das ist eine Information, die der Mammo innerhalb von wenigen Minuten nur durch ein Anschauen des Ökosystems, was er nicht kannte, ich meine, er ist gewöhnt an tropisches Kolumbien, das war alpines Frankreich, in der Lage war, den Wissenschaftlern diese Informationen zu übermitteln. Und das ist eine Art des Zugangs zu Wissen und wirklich wieder zu einem Gestalten von Natur, von Ökosystemen, beziehungsweise die Frage ist, ob das Wort Gestalten überhaupt das Richtige ist, aber das ist ein Umgang damit, wo wir uns, glaube ich, was abschauen können, obwohl das auch vielleicht gar nicht so einfach ist, weil die Frage, wie kommen wir wieder dahin, ist etwas, was wir, glaube ich, wieder für uns rausfinden müssen. Die haben sich an uns gewandt, weil sie sagen, ihre Aufgabe ist es, die Welt ein Stück weit in den Fugen zu halten. Merken aber, dass sie mit ihrer Arbeit inzwischen ein Stück weit an Grenzen stoßen, weil sie sagen, die Unordnung, die wir kreiert haben, ist so groß, dass es unsere Mithilfe braucht. Und sie wünschen sich, haben aber auch gewisse Bedenken, dass wir vielleicht nicht mithelfen wollen, nicht mithelfen können oder auch nicht bereit sind, das zu tun. Und gleichzeitig sagen sie aber, es geht und wir glauben, ihr könnt das und deswegen wenden wir uns an euch. Sie sagen auch ganz klar, wenn wir glauben würden, ihr kriegt das nicht hin, würden wir uns nicht an euch wenden, das wäre völlige Zeitverschwendung. Also sie sind da sehr rational. Und gleichzeitig ist es so, dass sie sagen, wir schauen auf die falschen Ecken, wir schauen immer noch auf die Symptome und nicht auf die Ursachen. Und wieder auf die Ursachen im Sinne von unseren menschlichen Gedanken, im Sinne von sich selbst genügenden Systemen, die wir geschaffen haben, da müssen wir ansetzen. Also das sind jetzt meine Worte, ich sage mal so ein bisschen, wir haben Systeme geschaffen, die funktionieren so ein bisschen wie Monopoly. Monopoly hat bestimmte Spielregeln, die gelten aber nur für das Spiel Monopoly, haben mit dem Rest des Lebens nichts zu tun. Im Rest des Lebens gibt es kein Los, wo ich drüber gehen kann und ziehe ich 4000 ein, sondern es ist ein in sich geschlossenes System. Und diese Regeln, die wir in diesem System geschaffen haben, unserer Gesellschaft, der Art, wie wir Dinge tun, haben aber mit dem Rest des Planeten, mit dem Lebendigen, nichts mehr zu tun. Und diese Dinge müssen wir wieder synchronisieren, dass wir nicht unser eigenes Spiel spielen, was am Ende nur Energie frisst. Ich meine, das kann man sich ja auch anschauen. Wir sind ja eine sehr, sehr energiebedürftige Gesellschaft. Die Art, wie wir Wirtschaft betreiben, es zieht ja sehr, sehr viel Energie, weil es eben an sich nicht lebendig ist, weil es an sich ein totes, sich selbst genügendes, geschlossenes Ding ist. Und das müssen wir wieder aufmachen und uns wieder in diese Kontexte, die lebendig sind, die durch die Sonne, durch die Welt gefüttert werden, wieder einbetten. Eine Art und Weise, wie wir wieder zu dieser Lebendigkeit kommen können, ist, dass wir uns andere Fragen stellen. Eine Frage, die zum Beispiel sehr sinnvoll ist, sich zu stellen, wenn wir irgendein Problem haben, wie würde die Natur dieses Problem lösen? Es gibt inzwischen sogar eine ganze Forschungsrichtung, die nennt sich Bionik bzw. Biomimetik, die sich mit solchen Fragestellungen beschäftigt. Und dort gibt es natürlich dann erstmal ganz platt irgendwelche Produkte wie den Klettverschluss, den man dann aus Plastik herstellen kann, wo man sagt, ja, ist so ein bisschen wie die Klette, das gleiche Prinzip, aber es geht natürlich viel, viel weiter darüber hinaus, dass wir uns ganze Prozesse anschauen, welche Materialien verwenden wir, welche Materialien verwendet die Natur. Warum ist es so, dass die Natur, ich glaube, mit 7 Polymeren alles an Materialien herstellt, aus denen es besteht? Wir haben, glaube ich, 300 irgendwas Polymere, viele davon sind toxisch. Warum ist das so? Und dass wir diese Perspektiven wieder einnehmen und teilweise auf ganz, ganz simple Lösungen zurückkommen. Ein Beispiel, es gibt einen Häuslebauer aus Österreich, aus Tirol, der baut Holzhäuser. Klingt erstmal völlig banal.
hat eine Art und Weise gefunden, diese thermoisolatorischen Eigenschaften, die thermische Trägheit des Holzes so zu verwenden, dass diese Häuser ohne jegliche Klimaanlage und ohne jegliche Heizung auskommen. Und es ist einfach nur Holz. Das heißt, wir müssen nichts Neues erfinden. Innovation bedeutet in dem Fall einfach vielleicht nur Transformation, dass wir das, was bereits da ist, nehmen, um es in einer anderen Art und Weise wieder so zu verwenden, dass die Probleme sich von selbst lösen. Und das ist eine Perspektive, die wir, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen anwenden können. Ich glaube schon, dass wir es hinbekommen, dass wir die Art, wie wir leben, ganz generell, in allen Aspekten, familiär, unternehmerisch, politisch, ökologisch, sozial, diese ganzen Aspekte, die davon berührt sind, technisch, das ganze Thema Technik ist natürlich auch ein sehr zentrales Thema. Ich glaube schon, dass wir diese Transformation schaffen können, weil ich glaube, am Ende ist das System auch selbst korrigierend. Also dass wir, und es wird ja momentan viel von Kipppunkten oder ähnlichen Dingen gesprochen, ich glaube trotzdem, dass sich das ein bisschen anders verhält, dass wir an Punkte kommen, wo uns das Leben so klar zeigt, was geht und was nicht geht, dass wir intelligent genug sind, diesen Impulsen zu folgen. Und vielleicht in manchen Bereichen nicht, aber im großen Ganzen ist es schon so, dass wir das auf jeden Fall schaffen werden. Ich weiß nicht, ob der Impuls von Corona, sag ich mal, eine korrigierende Intention hat, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Effekte von Corona durchaus auf wachrütteln. Und wachrütteln kann aber auch problematisch sein, wenn ich kombiniert mit einem Gefühl der Alternativlosigkeit. Das heißt, diese Alltäglichkeit, in der wir uns manchmal so schön eingemummelt haben, wo wir gar nicht mehr wissen, dass es anders auch gehen kann, ist dann so ein bisschen wie mit so einem Langzeitarbeitslosen, der sich nicht mehr vorstellen kann, wie es ist, Erfolg zu haben. Und dieses Gefühl, diese Erfahrungen müssen wir wieder herstellen und wieder machen, um sie auch als eine neue Realität wirklich auch erfahren und auch verkörpern zu können, weil sonst ist es nur hier oben und wir fangen wieder an, uns am Ende des Tages in so sich selbst genügenden Kontexten zu verstricken und landen vielleicht mit kurzfristigen Lösungen langfristig trotzdem wieder im Graben. Mhm.